Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einer weiteren Messervorstellung und heute mit einem streng limitierten Teil aus der Tools for Gents Editions G. Ein Messer, designt von Laurent Gaillard. Und das Messer heißt Le Canif. Um das vorneweg zu sagen. Es ist ein wirklich, wirklich, wirklich wunderschönes, traditionelles Taschenmesser. Es ist etwas, das definitiv nicht jeden ansprechen wird. Davon bin ich überzeugt. Es ist eine streng limitierte Auflage von 300 Stück. Ich habe hier zur Verfügung gestellt bekommen, leihweise für dieses Video, die Nummer 106. Kärtchen kann ich gerne auch mal im Bild liegen lassen. Und das Messer kommt natürlich im Tools for Gents Kartönchen, ohne weiteren Aufkleber, ohne weitere Informationen. Die habt ihr dann auf dem Kärtchen. Innerhalb der Box die Editions G Leder Slip. Die ist absolut fantastisch gearbeitet. Die fühlt sich auch großartig an. Das Messer ist relativ hochpreisig. Schaut am besten mal in den Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr direkt zum Tools for Gents Shop. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an Richie. Dass ich dieses Messer hier bekommen habe, das ging auf Richie persönlich zurück, auf sein Betreiben hin. Er hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte, das mal zu zeigen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile hin. Das kam irgendwie anders, als ich es geplant hatte. Also es passte nicht so ganz in meinen Plan und vor allem auch, einfach Leben kam dazwischen oder wie sagt man so schön. Aber jetzt ist es endlich soweit und ich möchte euch dieses Taschenmesser gerne präsentieren. Beim ersten Betrachten fällt auf, dass dieses Messer deutliche Ähnlichkeiten hat mit Messern, die man kennt. Wir haben hinten diesen Schäkel, diesen Bügel, der ein bisschen an die traditionellen Jagdtaschenmesser erinnert. Aber auch an Otter oder die ursprünglichen Schweizer Taschenmesser, die sowas auch hatten. Hast einen Fangriemen dran befestigt, der ging an den Hosenbund, an die Gürtelschlaufe, was auch immer, sodass du dieses Taschenmesser nicht verlieren konntest. Und dann ging es in die Hosentasche, in den Hosensack. Wie gesagt, ganz traditionelle Fertigung, ganz traditionelle Optik. Ihr könnt es im Licht schon erkennen. Wir haben eine ganz leicht angedeutete Swatch in der vorderen Hälfte der Klinge. Es sind ungefähr 45-50%. Da habe ich ja schon meine Freude dran. Ansonsten könnt ihr auch schon sehen, der Anschliff ist komplett hochgezogen. Also ein paar Sachen sind auf den ersten Blick direkt erkennbar. Die Griffschalen, das ist übrigens geflammte Buche. Wunderschönes Holz, sehr, sehr warmer Farbton. Das gefällt mir sehr gut. Sind verstiftet und die Pins stehen auch ein ganz klein bisschen hervor. Auch das deutet auf diese ganz, ganz traditionelle Fertigung und Optik hin. Und ansonsten haben wir eine quasi Monoblock-Fertigung aus massivem Messing. Das heißt in dem Fall, dass die Liner und die Backen aus einem Stück Messing gefräst sind. Die Griffschalen werden angepasst und wie ihr hier erkennen könnt, ist das Ganze auch extremst, wirklich extremst sauber verschliffen und verarbeitet. Absolut großartig. Man spürt die einzelnen Lagen. Das Messing, das Holz und die Edelstahlrückenfeder haben alle eine etwas unterschiedliche Struktur bzw. Haptik. Also man fühlt auf jeden Fall den Unterschied. Aber das trägt meiner Meinung nach noch deutlich zum Erlebnis bei. Wir haben eine ganz klassische, unprätentiöse Optik. Also hier passiert nicht viel. Und das ist es, was meiner Meinung nach auch den Charme dieses Taschenmessers schon ausmacht. Ihr seht, das Messing läuft natürlich an, das wird im Laufe der Zeit dunkler. Wem das nicht gefällt, der kann selbstverständlich immer nachpolieren, das Ganze ein bisschen glänzend halten. Ich liebe es über alles, wenn das Messing eine Patina bekommt, das ist einfach nur fantastisch. Ich würde es definitiv auch mit einem Fangriemen versehen, vielleicht mit einem kleinen Karabiner am anderen Ende, vielleicht auch aus Messing dann, vielleicht sogar einen Lederriemen. Um das Ganze dann ganz wirklich klassisch traditionell an der Hose befestigen zu können. Ich finde sogar, dass ein braunes Etui, also ein etwas helleres Braun, noch ein bisschen schöner zum Messing und zum Holz gepasst hätte. Aber nichts, das ist jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Denn das Teil hier ist ein absolutes Sahnestück. Gefällt mir ausgesprochen gut, also wunderbar gearbeitet dementsprechend. Und schwarz geht eigentlich immer, ne, wenn wir ehrlich sind. So, öffnen wir das gute Stück mal.
Wir haben einen Slipjoint, wir haben eine Spearpoint-Klinge. Ihr seht schön, komplett hochgezogener Flachschliff, Halfstop, Rückenfeder. Ja, was soll ich sagen? Perfekt während des Halfstop, komplett geöffnet. Ihr seht hier Maker's Mark des Designers, des Messermachers Laurent Gaillard auf der Showside und das Editions G-Logo auf der Rückseite der Klinge. Der Klingenstahl ist 14C28N. Das Messer ist ja, brutal fein ausgeschliffen. Ihr seht beinahe keine Phase. Ich drehe es jetzt mal so weit, bis sich das Licht nur noch im letzten Teil fängt und ihr seht wirklich eine haarfeine Phase. Also das ist ja, quasi eine Mikrophase. Super fein ausgeschliffen. Fühlt sich absolut grandios an. Es ist ein teures Teil, es ist eine Leihgabe. Ich habe es also nicht getestet, aber ich bin felsenfest davon überzeugt. Dieses Messer überzeugt auch in der Praxis. Im geöffneten Zustand Klingenwurzel, Klinge und Rückenfeder gehen also perfekt ineinander über. Natürlich sieht man einen winzig kleinen Übergang, aber das ist nahezu perfekt gearbeitet. Da gibt es also auch nichts weiter auszusetzen. Schauen wir uns noch an, ob die Klinge scharf ist. Vielleicht hat einer mein Next Tool, Next Torch Video gesehen, das Multitool. Ich habe meinen Tankzettel immer noch hier liegen. Ich drehe die Videos jetzt gerade back-to-back hintereinander. Gucken wir einfach mal, der Zettel ist nicht ideal, aber je schärfer die Klinge, desto weniger Probleme dürfte es geben. Und dann schauen wir uns mal einfach mal an, was die Klinge hier mit diesen Zettelchen macht. Ja, da sind natürlich kleine Falten, kleine Knicke drin, wo sich die Klinge dann fängt. Aber ihr habt es gesehen, hoffentlich, wenn sie einmal packt, dann schneidet sie auch super sauber und auch winzig kleine Curls vom Papier. Also auch hier ein Messer, das super fein ausgeschliffen und sehr, sehr scharf zu euch nach Hause kommt, wenn ihr sagt, das ist ein Design, das mir gefällt. Wir können mal kurz gucken am Unterarm, ob es rasiert. Ja, was soll ich sagen? Tut es ohne Probleme mit ein ganz klein wenig Druck. Das ist noch die Werksschärfe. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr hier natürlich noch mit dem Leder mal drüber gehen, das Ganze mal abziehen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, das Ding wird brutal scharf. Ich habe nur die besten Erfahrungen mit dem 14C28N gemacht. Übrigens auch mit dem in Anführungszeichen kleinen Bruder 12C27. Die Stähle sind super pflegeleicht und werden wirklich brutal scharf. Also glaubt mir, da ist richtig was rauszuholen. Ansonsten ganz andere Optik als normalerweise mein Beuteschema wäre. Ich habe hier eben schon mal das kleine Lion-Steel dazugelegt, da es ja auch die Spearpoint-Klinge hat und einem traditionellen Pattern folgt. Habt ihr ja quasi, ja, ich nenne es jetzt einfach mal eine modernere Umsetzung, vielleicht fast des gleichen Designs oder jedenfalls eines sehr, sehr ähnlichen Designs. Und wenn sie so nebeneinander liegen, mir gefallen beide unwahrscheinlich gut. Vorteil beim Lion-Steel ist natürlich, das bekommt ihr um, ich sag mal, zwischen 110 und 140 Euro, je nach Ausführung. Wenn ihr eins mit der Mast wählt, könnt ihr natürlich auch das Doppelte auf den Tisch legen, das ist vollkommen klar. Aber das Editions G Le Canif, das wird natürlich ein bisschen teurer sein. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, wenn euch das Teil gefällt. Und Freunde klassischer Taschenmessern kann ich nur raten, gebt dem Teil eine Chance, dann solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich glaube, und das ist jetzt natürlich eine Momentaufnahme, heute am 9. August 2022 ist sogar eines reduziert im Shop als B-Ware markiert. Ich weiß nicht genau, was damit ist, aber das kostet unter 200 Euro. Also falls jemand auf dieses limitierte Stück Handwerkskunst steht und sagt, mir macht es nichts aus, wenn da vielleicht ein Kratzer im Messing ist, den ich selber rauspolieren kann oder was auch immer mit diesem Teil sein sollte, warum es als B-Ware deklariert ist, schaut auf jeden Fall mal in den Shop. Vielleicht habt ihr Glück und findet eins. Für das Geld ist das eine fantastische, fantastische Option. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir können uns vielleicht noch angucken, wie die Maße sind. Schauen wir uns mal die Klingenlänge an. Kommen wir ziemlich genau auf 8 cm, ich würde sagen 81 mm maximale Klingenlänge. Scharf davon
78 und wir haben eine Gesamtlänge ohne Schäkel hinten von ziemlich genau 18,1 cm. Das heißt, es ist kein kleines Taschenmesser, es ist kein großes Taschenmesser, es liegt tatsächlich genau, ich würde sagen, im Sweet Spot, ne, die 18 cm, 17,5, 18 cm. Mittlerweile greife ich auch gerne im EDC auf was zurück, was dann auch vielleicht mal nur bei 16 oder knapp über 16 cm liegt. Aber das ist schon ziemlich genau der Sweet Spot für ein Slip-Joint-Taschenmesser traditioneller Fertigung. Und nicht zuletzt wollen wir uns auch mal angucken, was das Kleine auf die Waage bringt. Ja, ich habe es erwähnt, es ist diese Monoblock-Bauweise aus dem Vollen gefräst mit Messing. Das wird natürlich ein bisschen schwerer sein, als man das von zum Beispiel dem Lion Steel gewohnt ist. Nehmen wir das Lion Steel doch einfach mal zuerst zum Vergleich. 62,5 Gramm. Und wenn wir jetzt das Le Canif mal abwiegen, sind wir unter 100 Gramm für über 8 cm Klinge. Und die verwendeten Materialien, muss ich sagen, ist das definitiv eine Ansage. 97 Gramm, ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet. Ich gebe mal wieder den alten Spruch zum Besten. Denkt an das Spyderco Paramilitary 2. 106, 107 Gramm ist also tatsächlich nochmal 10 Gramm schwerer als dieses hier. Und bei dem habt ihr definitiv eine längere Klinge. Oh Gott, das Holz ist so wunderschön. Schaut euch das an. Ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach für Freunde klassischer Taschenmesser, für Freunde französischer Taschenmesser, definitiv meiner Meinung nach eine Option. Schaut euch das Teil mal an. Mir gefällt es richtig gut. Ich brauchte einen Moment, es war definitiv, ich sage definitiv zu oft definitiv. Es war lieber auf den zweiten Blick. Habe ich ein paar Mal erlebt in den letzten Monaten. Man muss Teilen auf jeden Fall mal eine Chance geben, dass sie sich ja quasi ins Herz arbeiten können. Oh Mann, das klingt so falsch, wenn man über Messer spricht. Das ist dem Le Canif auf jeden Fall gelungen. Wunderschönes Taschenmesser. Richie, vielen, vielen Dank, dass du mir das mal leihweise zur Verfügung gestellt hast. Das Teil ist einfach cool. Und ja, damit möchte ich es auch für dieses Video belassen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir wie immer eine Freude, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.